Hallo Freunde, willkommen bei einem neuen Netzwelt-Video. Heute gucken wir uns den Mach V1 Ultra von Anker bzw. Eufien genauer an. Ein Wischsauger mit Dampfreinigungsfunktion. Und was der so kann, das verrate ich euch jetzt. Anker bzw. die Tochtermarke Eufy hat mit dem Mach V1 Ultra einen neuen Wischsauger am Markt. Das Besondere an dem Gerät ist, der kann auch Dampf reinigen und er verfügt über eine Ozontechnologie. Das heißt, er beseitigt sogar Keime von den Böden, wenn ihr euch im reinen Wischmodus befindet. Denn dampfreinigen darf man natürlich nicht alle Böden. Vor allem Fliesen sind möglich oder eben im Badezimmer Hartböden, Vinyl, Holzböden mögen das ja nicht ganz so gerne, deswegen da lieber nur den Wischmodus benutzen. Aber da punktet eben diese Ozontechnologie. Das Gerät hat außerdem einen reinen Saugmodus. Hier liegt die Leistung bei 16.800 Pascal. Das ist sehr ordentlich, wenn wir bedenken, dass Saugroboter der höchsten Stufe aktuell auf 6.000 etwa kommen. Ist also deutlich höher, macht auch einen guten Job. Bei hochflorigen Teppichen kommt die Leistung allerdings ein bisschen an die Grenzen. Hier sind reine Staubsauger tatsächlich die nichts anderes können, auch ein bisschen besser aufgestellt. Akkulaufzeit ist super. Im intelligenten Modus kann das Gerät über eine Stunde lang sauber machen. Und ansonsten ist es eben ein klassischer Wischsauger. Ich zeige euch mal die Unterseite von dem Gerät. Da sieht man vor allen Dingen die Hauptwalze, die hier sitzt und eben eure Böden dann mit Wasser versorgt und wischt und dann in einem Atemzug auch saugt. Was bei dem Gerät nicht ganz ideal ist, ist, wir haben hier einen relativ großen Abstand zu einer Seite. An der rechten Seite ist er etwas kleiner und wir haben nach vorne hin kleinen Abstand. Das heißt, wenn ihr frontal jetzt zum Beispiel zu Fußleisten hin wischt, dann bleibt immer ein kleiner Abstand, wo dann nicht gewischt wird. Aber ansonsten davon ab, macht er seinen Job wirklich gut. Wir haben hier unten den Schmutzwasserbehälter, da sammelt sich das ganze Schmutzwasser und was auch noch ein bisschen besonders ist bei dem Gerät, es gibt hier einen Schmutzabscheider, der sammelt neben dem Schmutzwasser getrennt die ganzen harten Sachen, Krümel, Haare und solche Dinge. Das heißt, ihr könnt dann, wenn sich das Gefäß gefüllt hat, das alles getrennt beseitigen und lauft keine Gefahr, dass wenn ihr das eben im Waschbecken entleert, dass der Abfluss sich dann irgendwann zusetzt und verstopft. Hier oben sitzt der Frischwassertank, der hält einen Durchgang mit ein paar Räumen locker durch und ansonsten kann er relativ einfach oben über die Öffnung befüllt werden. Ebenfalls ganz nett an dem Saugwischroboter ist, wir haben auf der Rückseite einen kleinen Tank, wo wir Reinigungsmittel einfüllen können. Anker legt dem Gerät eine Flasche bei und mischt das Ganze auf Wunsch dann mit dem Wischwasser, sodass der Boden eben dann auch mit Reinigungsmittel versorgt wird. Oben am Handgriff haben wir einen LCD-Bildschirm sitzen, der zeigt uns alle wichtigen Informationen. Können wir umschalten zwischen reinem Saugmodus oder dem intelligenten Modus. Da analysiert der Wischsauger, wie viel Schmutz auf dem Boden ist und passt dementsprechend die Wisch- und Saugleistung selbstständig an. Dann gibt es so einen kleinen Trigger oben am Handstück, der aktiviert den Turbo-Modus. Das heißt, die Saugleistung wird dann auf Maximum hochgestuft und hat dann eben ein bisschen mehr Power. Ansonsten lässt sich auch per Knopfdruck oben die Dampfreinigungsfunktion aktivieren. Dann braucht das Gerät ungefähr 20 Sekunden, bis die Temperatur von 110 Grad erreicht ist. Und danach könnt ihr eben loslegen und eure Fliesen und anderen Böden dampfreinigen. Der Mach V1 Ultra lässt sich mit einer App verwenden, mit der Eufy App, und darüber seht ihr dann, in welchem Modus ihr euch befindet. Ihr habt Einsicht in ein paar Geräteinformationen. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Das heißt, ihr braucht den nicht unbedingt mit der App koppeln, sondern über das Display hier oben und die physischen Knöpfe lässt sich das Gerät auch ganz einfach einrichten, in Betrieb nehmen und auch da erhaltet ihr die wichtigsten Informationen. Was ich persönlich ganz schön finde, ist, dass Anker im Lieferumfang einige Sachen beigelegt hat. Wir haben hier eine Reinigungsbürste für Station oder wenn sich da mal was zugesetzt hat. Wir haben einen Ersatzfilter und eine Ersatzhauptwalze. Das heißt, ihr müsst euch um lange Zeit um nichts kümmern und könnt ihr irgendwann, wenn die Lebenszeit zu Ende ist, austauschen. Außerdem haben wir eine Flasche Reinigungsmittel und zwei Beutel Zitronensäure für die Entkalkung. Somit habt ihr eigentlich alles, was ihr benötigt und wisst frühestens wahrscheinlich in 1, 2, 3 Jahren Ersatz besorgen, beziehungsweise das Reinigungsmittel wird wahrscheinlich vorher leer sein, aber zumindest Walze und Filter werden ziemlich sicher einige Zeit lang halten. Der Staubsauger oder Wischsauger steht auf einer Selbstreinigungsstation und die ist erstaunlich kompakt, nämlich kaum größer als
als diese gesamte Bodeneinheit. Seid ihr mit der Reinigung durch, dann könnt ihr die Selbstreinigung per Knopfdruck starten, wenn das Gerät auf der Station steht. Und dann wird die Hauptwalze und die Leitung zum Schmutzwassertank gereinigt und auch sterilisiert, sodass keine Keime mehr vorhanden sind. Das funktioniert sehr gut. Und insgesamt muss man sagen, die Saug- und Wischleistung ist wirklich gut bei dem Gerät. Wir reden hier auch immerhin von einem Wischsauger für rund 800 Euro. Dafür darf man auch etwas erwarten. Und das liefert ja auch. Wenn ihr viele Teppiche habt, würde ich von dem Gerät eher abraten, denn die reine Saugleistung ist wie gesagt gut, aber richtige Staubsauger, gute Staubsauger sind noch deutlich leistungsfähiger. Und wenn ihr kleine Räume habt, wo viele Gegenstände stehen, in den Ecken, Möbel, ist das Gerät auch nicht ganz so geeignet, denn diese ganze Bodeneinheit ist relativ groß und unflexibel. Auch unter tiefe Möbel kommt ihr nicht wirklich gut runter, denn das ist der maximale Winkel, in den sich das Gerät abklappen lässt. Und wie ihr seht, flaches Bett, da kommt man nicht wirklich runter. Deswegen viele freie Flächen, große freie Flächen. Dafür ist das Gerät sehr gut geeignet für Küchen, für größere Bäder oder auch ein Wohnzimmer. Dann aber eben am besten auch mit harten und versiegelten Böden, denn gerade im Dampfmodus entsteht sehr viel Wasser. Apropos noch ein kurzes Stichwort. Das Gerät hat eine sogenannte Jetblade-Technologie drin. Was bedeutet das? Es hat Ventilatoren verbaut. Wenn ihr wischt, dann wird der Boden ja standesgemäß relativ nass und der Ventilator trocknet unter dem Gerät gleichzeitig schon den Boden, sodass es nicht ganz klitschnass ist, sodass sie dann ausrutscht oder sowas. Das funktioniert mittelmäßig, aber insgesamt ist es besser, als wenn es die Technik nicht integriert wäre, denn dann sind die Böden schon wirklich nass. Der verliert schon sehr viel oder der setzt schon sehr viel Wasser bei der Reinigung ein. Von daher eine gute Sache. Insgesamt zu empfehlen, wie gesagt, große Räume, freie Flächen, dafür ist es toll. Viele Teppiche ist eher nicht so geeignet für euch. Das war in aller Kürze alles Wichtige zum Mach V1 Ultra von Eufy, der Tochtermarke von Anker. Hier auf YouTube findet ihr viele weitere Videos von Netzwelt. Schaut gerne rein, abonniert auch gerne unsere anderen Kanäle auf TikTok, auf Instagram oder Facebook. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!